Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play hier auf dem Daraton-Kanal. Heißt kein Stream, wer mich vielleicht vom Stream kennt. Ich bin jetzt rüber gewechselt in das tolle Team. Und wie ihr seht, geht's gleich hier richtig zur Sache mit Hellblade: Setsunas Sacrifice. Ja, ich habe schon verdammt viel darüber gehört. Ich habe mich noch nicht mit der Geschichte spoilern lassen. Das war mir ganz wichtig. Aber wir haben hier ein etwas gruselig psychologisches Spiel und das finde ich unheimlich interessant. Wer es vielleicht weiß, ich habe mein Streaming mit Resident Evil 7 angefangen und bin so ein bisschen in die Horrorsparte gegangen und das möchte ich dann auch hier machen. Angefangen mit Hellblade und na, ich bin gespannt, was da kommt. Ich bin gespannt, wie es wird. Und wir beginnen ein neues Spiel. Dum, dum, dum. Soll jedenfalls an sich sehr cool sein. Innovatives Kampfsystem. Nur die Rätsel ein bisschen nervig. Das gucken wir uns jetzt selber an, wenn es fertig geladen ist. Und dann schauen wir mal. Nebel. Who are you? Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Now her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. Das ist interessant. Wenn ihr Kopfhörer auf habt, ich höre rechts und links immer unterschiedlich. Viele Stimmen im Kopf. Sehr viele Stimmen im Kopf. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Ja, so eine Mühe. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them. Just like it changed her. Gehen. Ich bin da sehr interessiert dran, weil ich das sehr interessant finde mit der Persönlichkeitsstörung. Look. Up ahead. You see it too. You promised you gave yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Ich finde aber auch cool, wie sie die schöne Intro-Sequenz gemacht haben mit den ganzen Namen. Das ist wieder sehr innovativ. Besser als dieses ganze Runterscrollen, was es manchmal gibt. Tote Menschen noch fehlen. Sehr schön. Man fühlt sich gleich heimisch. Yay, ich sehe tote Menschen. We're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? We're going to do that to you. Ich finde, es sieht so schon mal sehr schön aus. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her.
Es sind also dieselben Stimmen, aber unterschiedliche Tonlagen. So eine Besorgte und so. I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness. It just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light. So viele. All you need to see it suffer. Also ich hätte Angst, definitiv. Ich hätte Angst. Das stimmt. Nur wer fürchtet, der ist auch mutig. Wer ohne Furcht, braucht man ja nicht mutig sein. Einfache Logik. Und ja, ich spiele mit Controller. Alles, was man nicht schießen muss, ist mit dem Controller schon fast besser. Und hier kein Schießen. Wir sind eine Nordfrau. Interessant, dazu die sie uns angucken. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Wir sind auch eine Stimme in ihrem Kopf und wir befehligen sie. Ah, jetzt können wir uns bewegen. Und es sieht echt schön aus. Also Senua, ich habe nur Setsuna gesagt, ja, es ist Senua. Sieht doch verdammt cool aus. Und lauter tote Menschen. Aha, die Knöpfe bringen noch nichts. Look really clearly. Focus, Senua. Focus. Focus and you'll see. What happens if you focus? Oh. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell. And your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives that flows from the dark world of Niflheim. Interessant. Wer auch immer da jetzt gesprochen hat. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness anscheinend eine Geschichte. Man kann es sich immer wieder anhören, wenn man fokussiert. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living. Das ist cool. Das ist also so
So wirklich. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep dark. Das hat mich wie so richtiges Laufen. After 9 nights of riding, fühlt sich wirklich sehr innovativ an. And we'll find a bridge covered in gold. Ah, sie klettert alleine. Sehr schön. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark. Okay. Das ist erst der Anfang. Ah, bin ich gespannt, was noch kommt. Ach, ein Licht. Das sieht echt gut aus. Fehlt mir. Ich glaube, ich würde euch empfehlen, das mit Kopfhörern zu spielen und zu hören, zuzuschauen. Das hat echt dieses Mal, hat bei diesem Spiel echt eine besondere Wirkung, als wenn man das über Lautsprecher hört. Across which lies the halls of hell, the place they call Helheim. Sie redet mit dem Schädel. Eine Schamanin. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved. Dillian. Ah. Wir suchen also ihren Freund in der Hölle. Sozusagen. What is she doing? Why is she doing this? Why doesn't she turn back? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. His soul is in Helheim. His soul still lives. She needs to save his soul. She wants his soul to be at peace. Die ganze Zeit, ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich die ganze Zeit solche Stimmen im Kopf hätte. Boah, voll gehässig, die eine. Das ist echt schön. Wenn ich nicht wüsste, dass der Land der Toten wäre, wäre das vielleicht doch ein Ausflugsziel ohne Leichen. Aber auch wirklich nur ohne Leichen. Dann suchen wir mal den geheimen Pfad, wo auch immer dieser ist. Ich finde das so cool, wie die läuft. Und die hat dann wirklich, wenn man seitlich läuft, auch selber seitlich läuft. So ein bisschen halt, wie man wirklich laufen würde. Und das finde ich, zumindest ich habe es selten in Spielen gesehen, dass das so ist. Die drehen sich dann eher um oder so. Aber nicht, dass sie wirklich, ja, so menschlich reagieren.
Und auch so seitwärts laufen. Interessant. Fokus. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Ja, wir müssen in die Hölle. Wir dürfen nicht an dem Stein vorbei. Doch, wir dürfen. Aber wir kommen nicht zum Wasserfall. Schade. Das finde ich mal schade beim Spielen, wenn das so unsichtbare Barrieren gibt. Ja, kommen wir nicht hin. Dann gehen wir halt diese Treppe. Alles hat seinen Weg. Und alle Wege führen nach Rom. Oder hier nach Helheim. Ach, da muss ich jetzt einmal drücken, damit es klettert. Tap, zip, tap, zip, tap, zip away. Yeah! Hatte irgendwie was sehr Fröhliches. Oh, balancieren. Ich finde die Stimmen echt interessant. Okay, runter und rauf muss man klicken. Das macht sie nicht einfach. Aber es gibt eine Hauptstimme. Und viele Nebenstimmen. Fokus! Und Videosequenz. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. Find I live longer that way. Listen, where is he? The bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? How old are you now? For my tales of the Northmen, they call me Truth. A liar. An old fool. Truth is my truth. Huh? It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell. If I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Use your eyes. She's looking closer. She needs to look closer. Ah, seht ihr das? Das ist so ein kleines verstecktes Symbol und das muss jetzt anscheinend hier drüber passen. Oder muss es woanders passen? Oder nee, ich muss es in der Umgebung, glaube ich, finden. Um die Tür zu öffnen. Ja, zu einfach. Wo?
Ein Emmet Ixen. Ach, ich hab's gefunden. Seht ihr es auch? Da. Tada! Rätsel gelöst! Rätsel von 1. Ich hoffe, sie bin immer so einfach. Dann laufe ich nicht wieder dumm hin und her. It worked. Dum, 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 ta-da. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listened? When everyone else laughed. My people bear the heavy price. Carry my stories with you. And together we will make the Northmen feel our fury. Gucken. Ich bin immer so ein bisschen hören, lesen gleichzeitig, weil ich das echt interessant finde. She once tried to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. Schleich, 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 schleich. Also ich hätte Angst. Ich habe Höhenangst. Aber ich glaube, wenn man da ist, hat man zumindest diese Angst so weit überwunden, um auch über sowas zu klettern. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Genau das, was ich sagte. Wow! Was war das? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Anscheinend. Probieren wir es nochmal. Gehen wir mal ganz langsam mal rüber. Langsam, langsam, langsam. Bei der anderen konnte ich einfach rübergehen. Hier. Hier muss ich echt lenken. Langsam, langsam. Oh. Langsam. Ja, oh, geht doch. Alle die Waldfee. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. Ja, Thor erzählt uns die Geschichte. The Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Ich kann mal rüber gucken. Die Brücke, über die nur die Toten dürfen. Aber wir scheinen ja noch so halbwegs lebendig zu sein. Darum müssen wir einen anderen Weg finden. Und noch tiefer. Ah, ducken tut sie sich auch alleine. Ich wusste nicht mehr, dass sie sich ducken muss. Oh, guck mal, hier sieht doch voll schön aus. Ist das nicht toll? Ah, Achievement. The fight begins. The gate to Helheim divides the living from the dead.
Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Wir jetzt das erstmal kämpfen dürfen. Finsternis. Alles wabert wieder. Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil 7, wenn man sich angesteckt hatte. Einfach Schnitzel. Das sollte so sein. Es glitscht sich ein bisschen durch den Boden, oder? Hat ein bisschen was Gruseliges. Spread towards her head, the seed of the soul. Okay. Zum Glück nur. Until there is nothing left of her. Eine Vision. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Hilft sehr viel. Mit einem Stück Metall auf Metall hauen. Das viel größer ist. Ja, davon habe ich schon gehört. Wenn man zu oft stirbt, wird der Spielstand gelöscht. Muss von vorne anfangen. Was heißt für uns? Nicht verlieren. The heartless battles are fought in the mind.
That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Liebe macht einen stark. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Aber ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Lassen das erstmal alles sacken. Und sehen uns nächste Woche am Dienstag wieder, wie es weitergeht. Und wir setzen mal weiter begleiten in die Hölle. Bis dann. Ciao.